Und wenn ich dann oben am Berg angekommen bin, habe ich keine Heiltränke mehr und wir repeaten das Ganze. Let's go! Fucking Cursor. Für immer da bleiben, ne? Bitte geh weg. Bitte geh weg. Dich machen wir jetzt. So. Zurück zu uns beiden. Es gab da ein Problem. Kennt ihr nicht, ne? Ihr kennt balls.de nicht, ne? Ihr seid zu jung dafür. Nicht Spaceballs. Balls.de mit Z. Deutsche Flash-Cartoon-Seite. Kennt ihr nicht? Glaube ich nicht, dass ihr das kennt. Ich glaube, da wart ihr alle noch zu jung früher, als das lustig war. Also, es ist immer noch lustig, aber... Nee, sorry, alter Mann. Ja... Gibt's auf YouTube noch ein paar Sachen? Dude, ich bin in deinem Alter. Ich weiß ja nicht, ob du vielleicht für immer in Holland gelebt hast und in Holland das kein Ding war. You know? Das waren lustige Flash-Cartoons mit derbem Humor. Und der Zeichner ist heute noch... Naja, aktiv ist er nicht. Aber... Der ist noch auf Twitter und so. Irgendwann hat er angefangen mit YouTube. Und, der musste damals die Seite schließen, weil Sony ihn verklagt hat. Weil er hat zu viel Musik parodiert von denen. Fanden die nicht toll. Und dann hat er die Seite geschlossen, weil ihm das auf den Sack ging. Voll schade. Es waren so gute Sachen. Gibt noch Überbleibsel auf YouTube. Nicht Balls. Nein, bitte, bitte. Bitte klickt nicht auf diesen Link. Nein. Nein, bitte nicht. Bitte. Bitte nicht. Mit Z, genau. Ich weiß nicht, wo ihr da hinkommt. Ich lösche diese Nachricht. Schnell. So. Kacke, jetzt hab ich keinen Ausdauer mehr. Ich weiß nicht, wo man da hinkommt. Es gibt die Seite nicht mehr. Ihr braucht das nicht eingeben. Also alles, was da kommt, ist falsch. Also die Seite gibt's nicht mehr. Ein Bann. Ja, eine Sekunde, so wie es sein sollte. Irgendwie ist eine Sekunde bei mir nicht mehr drin. Was ist das hier für ein Loch? Kann man nicht einfach nur eine Nachricht löschen? Weiß ich gar nicht. Doch, kann ich. Ich sehe den Button gerade. Ja, geht. Ich sehe den Mülleimer gerade. Aber ich banne und timeoute immer nur, deswegen kenne ich den Button nicht. Gab
es kein Zurück mehr. So. Manchmal wird der Falsche gebannt, ja. Ja, moin. Finale. Ja, ich war auch erschrocken, als Twitch auf einmal 55 Nachrichten gelöscht hat. Wusste nicht, dass Lars so viel geschrieben hat. Du, wenn ich jetzt hier stehen würde, würde ich da nicht runterhüpfen. Just saying. Aber da wir ein Videospiel sind, was? Kurz davor, dich Tür von zu stellen. Sobald du sein Gewölbe betreten hast, kannst du nicht mehr zur Goldinsel zurückkehren, um deinen Fortschritt weiterzuführen. Wenn du noch nicht verwendete Verbesserungsmaterialien hast, solltest du sie ausgeben. Es wird eine Typhon-Sicherung erstellt. Okay. Es gibt keinen New Game Plus? Enttäuschen. Bezaubernde Hera, heilige Mutter, weise Athena, mächtiger Poseidon, Erderschütterer, treue Artemis, die nie ihr Ziel verfehlt und selbst das Herz eines Kolibris durchbohren könnte. Der arme Kolibri. Nichts als Schweine, allesamt. Hilf mir! So hilf mir doch! Irgendjemand! Siehe deine Götter! Wie die Verse des Achilleus werden ihnen diese Schwächen zum Verhängnis. Nichts hiervon ist deine Schuld. Du bist das Opfer. Wo ist mein Bruder? Der Lügner? Warum soll ich ihn auf den olympischen Thron setzen? Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast, Menschlein. Wo ist er? Wo er hingehört. Versteinert wie die anderen. Du dagegen hast dir noch keinen Fehler geleistet. Du hast die Essenzen zurückgebracht. Du hast Bestien und Monster erschlagen. Du hast dich als würdig erwiesen. Vielleicht bist du meine Heldin. Ja, let's go. Ich würde nie die Götter für dich töten. Ich hätte gerne Auswahl jetzt. Schade. Es entspricht wohl nicht deiner Natur. Hey, Sebami. Schließlich bist du zur Hälfte selbst einer. Nein. Genug geredet. Jetzt erfüllen wir die Prophezeiung. Design von Typhon ist cool. Das stimmt. Man hat den ja noch nie richtig gesehen. Alles cool. Du ahnungsloser Knirps, hast deine Kräfte nicht unter Kontrolle. Ah ja, okay. Nice, danke, dass du aufgeräumt hast. Hast du eine Aura? Ne, okay. Sebami, danke für zwei Monate auf Stufe 48, genau. 48 Monate auf Stufe 2. Vielen lieben Dank. Schon 4 Jahre, danke dir. So, jetzt geht's los. Der hat mehrere Phasen, auf jeden Fall, weil guck mal, wie viel Damage ich gemacht habe. Das kann es ja nicht sein. Oh, der hat aber auch keinen Stun. Ja, der hat auf jeden Fall mehrere Phasen. Oh,
Oder ist sein Lappen? Nee, der hat mehrere Phasen. Das war zu einfach. Das als Bosskampf wäre zu wenig. Typhon starb durch Phoenix. Was? Nee. Ja, gut gemacht, Phoenix. Prometheus, schlag ein. Nee, der steht wieder auf. Leider blieb uns die Schaffung einer perfekten Zukunft verwehrt. Doch ich hege keinen Groll gegen dich. Denn du bist ohne Makel. Du verdienst zu wissen, was ich die ganze Zeit wusste. Oh, da kämpfen wir noch gegen Zeus. Das wär nice. Offenbarte er die Wahrheit. Hermes ist dein Vater. Was? Phoenix ist eine Halbgöttin? Mein Vater? Hermes? Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Begierig darauf, mit Hermes zu sprechen und ihren Bruder trotz aller Missetaten wiederzusehen, kletterte Phoenix aus der Grube. Wenn sie schnell genug war, würde Zeus. Sie die Rückverwandlung aller Versteinerten mit ansehen können. Tja, ich habe verloren. Gut gespielt, Prometheus. Nur ein paar Dinge gehen nicht so recht auf. Pan ist auch Hermes Sohn. Ja. Er hat Hufe? Phoenix hat keine. Das stimmt. Und ich verstehe nicht, was Typhon mit dem Gifttrank für Götter wollte, den er überhaupt nicht einsetzte. Und du weißt, dass Phoenix nicht sehen wird, wie sich die Versteinerten zurückverwandeln. Weil du es warst, der sie zu Stein verwandelt hat. Ja, wir beide haben uns deswegen gestritten, kurz bevor ich zu Hades feiern gegangen bin. Ergibt langsam alles einen Sinn für dich? Was hast du getan, Prometheus? Du wolltest nicht hören, also musste ich ein paar Dinge in Gang setzen. Aha, von wegen Finale oder was? Was kommt denn jetzt? Der Sturm, der Phoenix Schiff traf. Das war mein Werk. Naja, mein Bruder Atlas hat das für mich übernommen. Moment, was sagtest du? Wie kam Typhon frei? Ich sagte nichts, aber das war auch Atlas. Und diese Geschichte? Ist größtenteils wahr, bis zum Schluss. Sie diente ihrem Zweck. Du bist hier geblieben. Typhon hat dir die Kraft der Weissagung gar nicht genommen. Die habe ich noch. Und sie klappt deutlich besser als deine Erinnerung. Tatsächlich habe ich dich einst gewarnt, doch du wolltest nicht hören. Ich sagte dir, dass ein Kind aus der Beziehung zu dieser Nymphe... Thetis. Dass das älteste Kind von Thetis und Zeus dein Untergang wäre. Aber Phoenix war sterblich. Sie wurde verwundet. Nein, das war gelogen. Wir haben eine Lüge gelebt, Chat. Trotz der extremen Hitze fuhr Phoenix unbeirrt fort und stieß den Hammer des Hephaistos in das Herz der Flammen. Kein Mensch könnte je diesen Hammer führen. Es ist vorbei. Phoenix ist Helios Asche. Niemand übersteht diese Blitze außer mir. Nein, das ist unmöglich. Der Vater, den du kennst, ist nicht von deinem Blut. Ältestes Kind der Thetis, dem Vater zum Hohne, kühn in die Höhe, ein Zuhause zum Lohne. Hermes ist nicht Phoenix Vater. Phoenix ist meine Tochter. Hey Daddy. Zeus, du hast die Sterblichen zu Stein verwandelt? Das warst du? Das war ich. Dann hat Typhon die Wahrheit gesagt. Warum? Ich schuf dies, das fünfte Zeitalter der Menschheit, aus Eisen. Ich schenkte ihnen Leben. Generationen vergingen und ich sah den Schmerz, so achtlos verursacht, den dekadenten Eigennutz und es wurde immer schlimmer. Ich hielt die Menschheit für einen Fehler und setzte ihr ein Ende.
Doch jetzt weiß ich, dass ich falsch lag. Wer bin ich, über Makel zu urteilen? Du hast meine Kinder gerettet und mir gezeigt, dass sie unvollkommen sind. Die Sterblichen sind genau wie die Götter, vielleicht sind wir. Ich noch schlimmer. Ohne mich seid ihr alle besser dran. Ja! Erfüllen wir endlich die Prophezeiung! Ich bin so stolz auf dich. Versprich mir, eine bessere Anführerin zu sein und ein Prometheus. In Wirklichkeit wirklicher Evil Genius in dem Spiel? What's up? Ich weiß, du bist nicht perfekt. Aber du bist mein Vater. Und das ist, was zählt. Du willst mich nicht töten. Ich hab sogar den Bart geerbt. Ich wusste es schon immer. Hast du etwa gedacht, du würdest so leicht davonkommen? Ein Fehler zuzugeben ist nur der erste Schritt. Und um Ares zu zitieren, entschuldige dich nicht, bessere dich. Das sind bestimmt 5 oder 6 Schritte. Ich denke eher 12. Das Leben ist keine Treppe oder ein Wohltätigkeitslauf. Entweder kriegst du es gleich richtig hin, oder du scheiterst. Natürlich lebt er noch. Ich habe dich wohl überschätzt, Menschlein. Es gibt keine zweiten Chancen. Typhon, nicht! Nein! Gute Reise, Leute! Das wahre Finale siehst du im DLC für 30 Euro. Hätte ich Ubisoft voll zugetraut. Aber zum Glück nicht. Komm, stell dich mir, Menschlein. Oder dein Vater und Bruder werden in der Unterwelt landen. Für immer. Aber es erklärt, warum das so ein Lappenbosskampf war. Es ist ja noch nie passiert. Das Gift der Olympia hat mich und meine Kinder vollkommen gemacht. Du, Phoenix, Tochter des Zeus und der Tethys, magst eine Göttin sein. Aber wir sind jetzt Götterjäger. Cool. Oh nee. Wo müssen die hin? Okay. Oh nee, muss ich die schieben? So ein Dreck. Das war schon eins? Okay, let's go. Das geht ja flotti. Musik ist so episch. Hilfe. Oh nee, da hinten sind wieder Pflanzen. Das ist schon der nächste? Okay, das geht ja echt schnell. Bin mal gespannt, ob der letzte Bosskampf wirklich nice wird. Ich hoffe es. Ein bisschen... Hatte ich die schon mal? Was ist das? Ein bisschen habe ich mir auch gewünscht, dass man gegen Zeus kämpfen muss. Hätte ich auch nice gefunden. Oder Prometheus noch ein krasser Ficker wird? Wie war das mit den Dingern nochmal? Anzünden?
Musste man bei den Dingern nicht einen bestimmten Punkt? Warte mal. Feuer haben wir. War das so simpel bei den Dingern? Bei den anderen damals war das anders, glaube ich. Egal. Nein, ja, 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 ich vergesse immer, dass man nicht rennen kann, wenn man schiebt. Ich will immer schneller laufen beim Schieben. Okay, das war ungewöhnlich leicht und ich weiß nicht, warum das so leicht... Oh Gott, der Wind. Nein, der Wind steht falsch. Nein. Oh Gott. Okay. Das war so ungefähr Level Typ vom Bosskampf Nummer 1. Das ist nicht gut. Das kann nur heißen, der Kampf wird umso schwerer. Gehen die kaputt? Nee. Kann ich hier speichern? Nein. Ist das hier Final Countdown Arena? Oh ja. Ah nee, da sind wieder Kristalle. Okay, hier gibt es wieder Rätsel. Oder es kommt vorher noch ein Bosskampf? Hier ist nämlich auch Arena mit Löchern im Boden. Aber das sind Lappengegner. Das heißt aber, jedes Mal, wenn ich in die Mitte zurückkomme, müssen wir kämpfen. Wahrscheinlich, das waren jetzt Stufe 1 Gegner. Wir haben hier 4 Kristalle. Oh Gott, okay, deswegen waren die ersten so leicht, weil hier nochmal 4 kommen. Ja, moin. Wir kommen heute ins Finale. Wir schaffen das Spiel heute bestimmt durch. Und das Spiel so, lol. Wenn du wüsstest, was wir noch alles haben für dich. Ach du Scheiße. Warte mal. Ah, okay, warte. Aber erstmal muss die Kiste darüber daneben. Bumm, okay, das war ja einfach. Und jetzt hier rüber. Okay, das war auch einfach. Okay, okay, okay. Schwierigkeitsgrad ist nicht wirklich gestiegen. Halt, stopp! Ist er doch! Moment, warum ist das denn nicht an? Ich hab nichts gesagt. Ah. Lull, es geht da hinten weiter. Zu weit weg. Goddammit. Ohne Kiste. Du wirst nicht mehr erleben, wie ich ein perfektes Paradies erschaffe. Oh, Tränke!
Oh, das ist ja richtig Luxus, was ich hier bekomme.